So, einen wunderschönen guten Abend, wer schon immer da ist. Heute geht's weiter hier in Grönland. Ich habe die Maschine wieder in Kangerlussuaq abgestellt. Diesmal auf dem, was ich glaube, das Passagierterminal ist. Moment mal kurz, stellen wir uns mal hier, andere View benutzen. Ja, also hier sieht man im Prinzip hinten na, die Aufgänge dann. Und also das sieht für mich aus, als ob das die hier der Passagierbereich ist, na, wo man normalerweise Leute abstellt. Gut, jetzt hat der Simulator mich nicht ganz richtig auf die Markierung gesetzt, aber das kann natürlich auch was sein, was in der Szenerie nicht richtig ist. Wir haben im Augenblick reales Wetter. Also ich habe jetzt einfach mal reales Wetter eingestellt. Daran erkennt man auch, es ist kalt und eisig, Schnee, tja, und Wolken, aber nicht überall. Bin ich gespannt. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal an, was denn das reale Wetter uns Schönes beschert. Leider kriegt man ja, wie war denn das? Kriege ich jetzt hier so einen Wetterbericht irgendwie? Oder muss ich mir den, ach so, ja, ja, wie kriege ich denn jetzt einen Wetterbericht vom echten Wetter, ohne dass ich ins Internet muss? Ich glaube, da hat Asobo vielleicht, ah, Meta, guck mal, Moment. Select an Airport. Ja, wie wäre es mit dem, wo ich, egal. Kangerlussuaq, nehmen wir den. Aha, sehr schön. Wir haben es, Meta. Ich tue sehr selten mit Live-Wetter fliegen. Merke ich gerade. Deswegen kannte ich das noch nicht. Also, BGSF 08-16-50 Zulu. Das ist jetzt die Lifetime 3:41 PM, 5:41 PM UTC. Die sind natürlich schon ein bisschen voraus. Das heißt, bei denen ist es auch noch ein bisschen heller. Deswegen habe ich jetzt auch mal tatsächlich die aktuelle Zeit gelassen. Weil es ist noch hell genug. Im Dunkeln möchte ich in Newark nicht wirklich landen. Also falls es doch dunkel wird, werde ich die Zeit eventuell drehen. Aber ich glaube, das könnte hinhauen. So, wir haben Wind aus 230 mit 6. Tja, kommt also aus dem Süden. Heißt, wir werden auch Richtung Süden, also Südwesten, wir werden Richtung Südwesten abfliegen. Müssen wir sowieso machen hier in diesem Flughafen. Denn Richtung Osten oder was das ist, ist das sowieso nicht wirklich gut hier, der Flughafen. Oder? Aber warte mal, wir sind jetzt in Kangerlussuaq, ne? Wie war das? Ja, wir gucken uns eh gleich nochmal die Charts an. Dann haben wir ein bisschen Clouds auf 120. Naja, Sichtweite ist ganz gut. Was war NDV nochmal? Weiß ich nicht mehr genau. Broken 130, Broken 160, also wir haben minus 9 Grad, Taupunkt ist minus 13 Grad und das QNH, die ist 0984, schreibe ich mir gerade mal auf. Außerdem haben wir minus 9 und minus 13 als Temperaturen und der Wind ist 230 mit 6, ich schreibe mir das jetzt einfach mal auf. So, sehr gut. Ist also Wetter, mit dem wir durchaus fliegen können. Zumindest so wie es im Augenblick ausschaut. Gut. Dann gucken wir uns mal an, wie sich das routentechnisch. Wir sind hier oben in Sondre Stromfjord oder Kangerlussuaq. Wie gesagt, der im Augenblick der einzige Flughafen,
der eine Runway hat, die lang genug ist für internationale Flugzeuge, wo dann unter anderem auch die A330 der Air Greenland landet. Wir fliegen Richtung Süden ab, über Bakuk runter nach BGGH, das ist Nuuk. Keine Ahnung, was der dänische Name für Nuuk ist, das, vielleicht sehen wir das ja noch irgendwo in den Karten. Gut. Dann schauen wir uns mal die Airport-Chart an. Dann seht ihr hier, also Abflug ist hier Richtung 27. Also wir fliegen hier tatsächlich genau nach Westen ab. Auch wenn das hier nicht so aussieht. das sieht eigentlich, ne? Eigentlich ist das ja 09 und 27, aber das, die Chart sieht jetzt so aus, als ob wir da eigentlich Richtung 60 fliegen oder so. Das ist aber, glaube ich, nehme ich an, der, ja, keine Ahnung, könnte sein, dass das der Höhe, also der Breite geschuldet ist. Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall ein bisschen eigenartig für 27 aus. Würde ich eigentlich eher eine gerade Linie erwarten. Gut, dann schauen wir mal. Caution high terrain, expect moderate turbulence on final approach with winds in excess of 20 knots. Ja, von Turbulences haben sie jetzt nicht gesprochen. Ist also relativ ruhig heute. Wir haben 9220 Fuß, das ist natürlich jede Menge Platz hier auf der Runway. Wir werden abfliegen, wie gesagt, von hier oben. Wir sind also auch schon fast auf der Runway. Ne? Also diesmal gibt es nicht viel zum Taxeln, sondern einfach mehr oder weniger zur Runway hin. Gut. Ja, die Airport Elevation ist 165 Fuß. Departures ist eigentlich, da gibt es keine, also das gibt nur diese Chart und die zeigt eigentlich, dass die Departures, es gibt keine für 09 in diese Richtung, sondern nur runter hier an diesem Fjord hier entlang und dann raus, mehr oder weniger durchsteigen und ja, und dann drehen wir im Prinzip nach Süden ab. Gut, was haben wir noch Schönes hier an Charts? Ja, wir können auch noch mal kurz gucken hier. Es gibt nämlich noch den Runway 27. Ne? Sieht man ja hier auch noch mal, wie die aussieht. Ihr seht ja auch schon, ne, Richtung 09, das wäre jetzt zu uns hin. Wäre schon etwas ungünstig, deswegen... das ist aber ein altes Bild, ne? Dieser Teil des Flughafens scheint da noch nicht da drin zu sein. Also wir fliegen hier im Prinzip in diese Richtung raus. Jo. Gut, dann schauen wir uns mal BGGH an. Gucken wir uns zuerst mal den Flughafen selber an. Der ist um einiges kleiner. Übrigens, ups, ja, also der hat nur im Augenblick nur 3051 Fuß. Two-way radio communication is required. Only one aircraft is allowed on the maneuvering area at any time during runway 0422 operations. Mhm. Gut, dann könnten wir uns jetzt glatt mal versuchen, auch den Meta für diesen Flughafen zu holen, BGGH. Ja, wenn er uns schon geben würde, macht er aber nicht. Das ist natürlich ein relativ nutzloses Meta. Schauen wir mal. Achso, Radios sind noch off. Na gut, das können wir uns auch anderweitig das Wetter noch holen. Hallo Wolfgang, grüß dich. Seltener Gast. Ja, und hier sieht man auch, das ist die sogenannte Runway Extension Construction Site. Also bisher, die Runway lief halt
bis hierhin mit 3051 Fuß, 930 Meter, das ist nicht sehr viel. Also da habe ich jetzt nicht allzu viel Platz. Da muss ich wirklich schauen, je nachdem, wie wir anfliegen. Jetzt muss man auch noch sehen, welche Anflugsmöglichkeiten es gibt. Also da hat man, ne, ist ein bisschen knapp. Das wird jetzt natürlich hier so im Simulator nicht abgebildet sein, vermute ich mal. Keine Ahnung, wir werden es ja sehen. Ist eine Freeware-Szenerie. Vielleicht haben sie die Baustelle ja schon drin. Das heißt, wir rollen halt dann bis zum Ende oder je nachdem. Also wenn wir Aster 22 anfliegen, dann würden wir halt hier einen Turn machen und dann hier zurück. Und dann hier aufs Vorfeld. Ich glaube, die Runway ging auch ursprünglich bis hier, wenn ich mich richtig erinnere. Kann mich aber täuschen. Ja, ich glaube, die ging schon bis hier und dann konnte man hier am Ende abrollen. Jetzt ist aber natürlich durch die Baustelle. Mal sehen, wie das hier im Simulator aussieht. Ist auf jeden Fall nicht sehr viel Platz. Das wird sicherlich eine interessante Landung. Gut, anflugstechnisch gibt es einen Localizer für die Runway 22 und das war es dann auch schon, mehr oder weniger an Landehilfen. Na, hier sieht man auch nochmal ein RNP, aber gehen wir mal auf den Localizer, schauen wir uns den mal an. Es gibt einen Localizer Y, aha, dann gibt es einen RNP, können wir auch fliegen. Ja. Nur ich weiß nicht, ob die Maschine das kann, zumindest nicht vollautomatisch. Also würde ich versuchen, nach Möglichkeit über die 22 reinzukommen. Wenn der Wind in Nuuk ähnlich ist, wie er jetzt hier ist, und meistens ist die generelle Windrichtung gleich, muss nicht sein, kann aber sein. Transition Altitude übrigens 7000 Fuß hier in Grönland. Ja, ne, also gucken wir uns hier mal kurz diesen Anflug an. Da würden wir von Nuuk hier dann einen Bogen fliegen. Wenn ich mir das so angucke, dann ist das wahrscheinlich nicht der günstigste. Würde ich fast vorschlagen, dass wir den Localizer Zulu, war das der andere? Schauen wir mal kurz. Ne, den wollen wir haben, den Localizer Yankee. Schauen wir uns den mal an. Moment. Was ist denn das? So, nochmal. Localizer Yankee. Gucken wir uns den mal an. Ja, ich glaube, der ist günstiger, weil voraussichtlich werden wir ja Richtung Süden landen. Ansonsten wird es nämlich schwierig. Schauen wir mal, wie der Wind ist. Und das heißt, wir kommen im Prinzip direkt dann hier auf diesen Wegpunkt. GH401. Ich würde sagen, dann nehmen wir den Yankee. Den tun wir uns auch mal hier mit reinholen. Gut. Alle diese Flughäfen haben keine Prozeduren, also keine generellen Prozeduren. Ne? Hier ist noch Helikopter. Schauen wir mal, was noch bei Referenz ist. Hier nichts dabei. Es gibt eine SIT hier tatsächlich, aber es gibt keinen Star. Es gibt nur den reinen Anflug. Ja, und Runway Unspecified, tja, nu, schauen wir mal, was würde das heißen? Runway Unspecified. Wo ist denn der Flughafen hier? Ich liebe das, wenn hier einfach mal alles umgemacht wird. Okay, hier ist der Initial Approach Fix, dann auf das GHI-41. Ah ja, okay. Nur, dass wir nach Süden keinen Instrumenten-Approach haben, sondern das wäre dann im Prinzip, tja, ich bin auch gar nicht mal sicher, dass wir da einen ANAV einprogrammieren können. Mit anderen Worten, das wäre dann Sicht. Ne? Frage ich mich natürlich, wenn wir so landen müssen, das haben sie jetzt hier nicht wirklich
gezeigt. Ne? Das war unspezifisch halt. Gucken wir uns die andere mal an. Das wäre der B. Oder war das der gerade? Ne, der A. Genau, der A ist der andere. Schauen wir uns den mal an. Naja, genau, der wäre für einen Anflug Richtung nördlich sozusagen, nordöstlich. Allerdings würden wir da dann hier erstmal ein bisschen rumfliegen müssen, weil wir ja natürlich dann hier unten irgendwie draufkommen müssen auf Gonen. Eltux, Atmob und dann anfliegen. Also wenn es irgendwie geht, würde ich sagen, ALS Localizer ist am einfachsten. Ansonsten wird es etwas kompliziert. Aber wir werden es ja sehen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich lasse dann jetzt erstmal das Ganze so, wie wir es jetzt drin haben. So, kann ich die Karte wieder abschalten? Wie schaltet man die Karte wieder ab? Ah, hier? Ja, gut. Alles klar. Gut, wie gesagt, Departure ist ohne große Prozeduren. Wir haben auch keine Arrival, wir haben nur einen Approach. Den lege ich aber erst fest, später, wenn wir wissen, was wir machen wollen. Dann würde ich sagen, haben wir genug Prep gemacht. Ja, ich habe übrigens auch eine, ich habe mir ein paar andere Checklisten geholt, weil ich finde, die Checklist ist zwar alles schön und gut, ich werde sie auch draußen haben, falls ich irgendwas suche, aber ich finde die doch ein bisschen clunky und blöd zu benutzen. Schauen wir mal, ich habe den Flieger jetzt schon ein bisschen, mich schon ein bisschen dran gewöhnt, das heißt, mal gucken. Also ich müsste das meiste eigentlich inzwischen finden können. Und habe mir daher eine andere Checkliste geholt. Das ist eine übrigens für die Airfoil Labs King R350 im X-Plane. Da gibt es nämlich auch eine Study Level von Airfoil Labs. Upsala. Und die habe ich mir jetzt geholt. Das ist einfach ein PDF. Und ich finde es halt ein bisschen, ich finde es ein bisschen einfacher. Ja, ich lese da einfach, ihr könnt die dann auch sehen und ich versuche mich dann durchzuhangeln. Wenn ich was nicht finde, kann ich immer noch die Standard-Checkliste benutzen. Gut, dann fangen wir mal an. Parking Brake. So. Mal kurz gucken, ob auch alle Achsen. Jop, alle Achsen sind gesetzt. Das Geht auch. Gut, dann Parkbremse ist gesetzt. Die GPU, nee, das haben wir nicht. Flags, Ties und Wheel Chocks haben wir sowieso alles nicht. Die haben übrigens Chocks geschrieben, ja. Also wir haben die, ja, das sind Chocks mit C, keine Elektroschocks von den Rädern. Ja, Gastlock. Haben wir eh nicht, Fuel Truck, gut, treibstoffmäßig, wir fliegen ungefähr 170, wir können natürlich gleich mal checken, was wir drin haben, vermutlich wieder 50%, das entspricht ungefähr, keine Ahnung, so zweieinhalb, mindestens 3 Stunden Flugzeit, werden wir nicht brauchen, reicht locker, theoretisch locker, um zurückzukommen, ich lasse heute mal einfach so, wie es ist. Mal gucken. Fuel, Defuel, Aircraft, Desire, Doors haben wir eh nicht in diesem Flieger. External Power on. Nope. Gast Lock Remove. FSE Login. Charts in Avitab. Request ATC Clearance. Ja, Avitab, daran erkennt man das X-Plane. Ach Gott, ihr mit eurem. Der Simulator mag mitzoomen, ne? Ja, grüß dich, Stone. Also, Master Panel Lights, so, die sind alle off. Genau, das ist off. Pilot und Mic, Co-Pilot Mic sind beide normal.
Und das Schöne ist, was mir an der Checkliste gefällt, ist, die ist ein bisschen strukturierter. Das heißt, sie bewegt sich halt hier zum Beispiel im Overhead-Panel, dann das Radio-NAV-Panel. Und bei der anderen, da bist du nur noch am Hin- und Herspringen die ganze Zeit. Die ist ein bisschen strukturierter, damit hat man es auch einfacher, die Sachen zu finden. Deswegen, ich probiere es jetzt mal mit der, mal gucken, wie die ist. Cabinet Fern Coffee Lights, was für, was? Was bitte sind denn Fern Coffee Lights? Was? Hä? Ja gut, wir sollen auf jeden Fall mal alles ausschalten. Copilot, ich suche immer noch nach dem Fernlight, was immer das ist. Die Cabin Signs, die sind off. Voltmeter. Können wir jetzt kurz die Batterie, ne? Kann man checken, dass wir genug Spannung auf der Batterie haben. Und Voltmeter, externe Power brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir haben, doch, wir haben externe Power. Ach, guck an. Naja, wenn wir sie haben, dann werden wir sie auch nutzen. Was soll's? Instrument Emergency Lights off. Die sind hier. So, dann gehen wir aufs Radio NAV-Panel. Die ganzen Radios, eigentlich machen die das, was ich erwarten würde, dass man, das scheint nicht der Fall zu sein. Hier wird einfach irgend so ein komischer Status, bei dem alles angeschaltet ist. Und außerdem, was mir an der Checkliste von Black Square nicht gefallen hat, ist, dass wir da Sachen machen, einschalten, bevor wir überhaupt Strom haben. Ja, das macht nicht so wirklich Sinn. Ja, normalerweise müssen diese Dinger alle aus sein. So, wir sind ja im Cold and Dark mehr oder weniger und nicht alles an. So, haben wir alles ausgeschaltet. MDF Weather Mode ist auch aus. Left Panel Panel Standby Pump. So, der Left Panel Panel, das bin ich. Die Both Standby Pumps. So, jetzt, das sind diese hier. Na, die sind aus. Der Crossfeed ist auch aus. Die Auto Auxiliary Transfer Overrides, die werden in die Automatikstellung gebracht. Die werden nur eingeschaltet, wenn sie gebraucht werden. Und das ELT, das ist aber jetzt nicht in diesem Panel, oder? Gut, alle Sicherungen sind drin, kann man hier schon sehen. Uns ist ja gestern tatsächlich eine Sicherung rausgeknallt, ne? Hätte ich nicht gedacht. ELT, Emergency Light. Oh, interessant. Hatten wir das eigentlich gestern? Ich kann mich nämlich gar nicht erinnern, das ELT gesetzt zu haben. Und mich wundert gerade, dass das im sogenannten Left Pilot Panel sein muss. Aber warte mal, das könnte natürlich irgendwo. Ah! Da ist es. So, ELT ist in der Armposition, da wo es sein soll. Das ist zum Beispiel in der Checkliste von Black Square überhaupt nicht drin. Man kann es aber benutzen, ne? Ah, Free Air Temp. Da können wir nachher mal gucken, wenn wir Strom haben, was wir draußen für eine Temperatur haben. So, Pilot Main Switch Panel. Pilot Main Switch Panel. So, gucken wir mal. Ich nehme an, dass das gemeint ist. Avionics Master Switch aus. Externe Power ist aus. Der Battery Bus ist auf. Emergency off, then Battery Bus Norm. Battery Left und Right Generator, Guard off, ne, kann man hier auch nochmal auf den, wie hat er die genannt, auf den Gangbar drücken. Ignition und Engine Start sind alles aus. Die Starters sind, ja, da bin ich jedes Mal wieder, die sind auf jeden Fall aus. Engine Ignition off. Engine Anti-Ice off. Actuators both main. Die Actuators, genau, die sind beide auf main. Eine Nachricht wurde zurückgehalten. Ein Gangbar. Ja, Gangbang. Da musst du natürlich jetzt mit sowas kommen, ne?
Furniture Coffee Light, was auch immer das ist, ja genau, ein Furniture Coffee Light. Weil wir sind ja ein Coffeeshoppenfliegender, ne? Sag mal, sind die Prop sind angewiesen, oder? Komisch. Wo war ich? Gentais. Die Gentais, die Gentais, wo waren die denn da? Die müssen in der Normalstellung sein, jawohl, und die Bassens, der ist hier gar nicht drin. Okay. Ignition Engine Start Both Off, war ich da nicht gerade schon? Ich glaube schon, ne? Autofeather Off, ja, jawohl. So, war das jetzt wieder die Parkbremse? Müssen wir mal darauf achten, weil gestern hatten wir ganz eigenartiges Phänomen. Ich habe heute extra die Programmierung des Bravo, den Schalter für die Parkbremse, habe ich heute abgeschaltet. Ich mache es jetzt nur noch mit der Tastaturkombination. So. Autofeather off, Pilot Static Air Source. Wo ist die? Die Pilot Static Air Source. Naja, es war schon klar, dass ich jetzt nicht alles finden werde. Eigentlich müsste das doch Pilot Static Air Source, Stall Warning, Fuel Vent. Also, wenn, dann muss es ja hier irgendwo sein, ne? Naja. Pilot Static Air Source Normal. Kann mich auch gar nicht erinnern, ein Pilot Static Air Source. Vielleicht, das kann schon Unterschiede geben. Ne? Ah, Pilot Attic Pull On. Pilot Static Air Source Normal. Nee, das ist aber kein Schalter mit Normal. Na gut. Gearhandle ist auf jeden Fall down, so wie ihr gehört. Down Lock Rel Gear Lever Pult. Down Lock Rel. All Exterior Lights off. Off, 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 off. Jawohl. Ja, genau. Also das ist richtig. Das ist bei vielen Fliegern so, dass die Parkbremse mehr oder weniger die Pedale nach unten drückt. Also vermute ich, weil ich das sehr häufig gesehen habe. Kann natürlich sein, dass das auch einfach nur so simuliert wird. Aber ja, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal sicher. Ne? All Ice Protection off. Jawohl. Also aus, 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 aus. Jawohl. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist eigentlich auf der zweiten? Pre-Flight Checks, Continuation. Aha, hier geht's weiter. Der Trottel-Quadrant. Das ist der hier. Also, Power Levers, Check Ref, Power Levers, Idle. Na, ich stelle gerade fest, ja, Ref funktioniert, Power Levers idle, Prop Lever feathered. Wie gesagt, das kann man nur von Hand machen, das geht nicht anders. Condition Levers ist in der Cutoff, das auf jeden Fall. Flaps sind oben in der Up-Position. Aileron und Rudder Trims ist alles auf 0, 0. Und auch der Elevator Trim, ja, der soll in Take-Off. Theoretisch kann ich ihn mit der Hand bewegen. Wobei Takeoff, naja, ich mache es immer so ein bisschen leicht mit der Schnauze nach oben. Ich habe natürlich immer noch nicht das Handbuch komplett durchgelesen. Ne? Ich hatte einfach anderes zu tun heute. So, Pedestrel Panel. Da meinen Sie wahrscheinlich das hier. Das Pedestrel Panel. Ich finde aber, die Checkliste ist nicht schlecht, wenn auch manchmal komische Wörter drin stehen. Lateral Oxygen System both pushed. Also das ist hier links und rechts.
sind beide nach unten im Augenblick, Pitch Trim, Off. Und das ist jetzt der Unterschied, ja. Bei der Checkliste von Black Square werden die Sachen alle eingeschaltet. Das macht aber keinen Sinn, wenn wir noch keine Spannung haben. Eigentlich bereitet man alles so vor, dass es aus ist. Sobald wir dann passend die Generatoren und so weiter haben, dann schalten wir diese Sachen erst ein. Dass man die vorher einschaltet und in dem Augenblick, wo die Batterie eingeschaltet wird, gleich einen Haufen Verbraucher auch mitmachen, finde ich komisch, so von der Logik her. Und wie man sieht, hier wird es anders gemacht. Hier sind die nämlich, bleiben die alle aus, beziehungsweise der Pressure, gibt es da auch eine Ausposition? Ne, da gibt es eine Test, Press und Cabin Press Dump. Multifunktionspress IMSI. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das überhaupt haben. Und der Altge Extension Lever. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ob es den überhaupt gibt hier. Der ist vermutlich. Ach, da kommen wir natürlich nicht ran, ne? Oder? Naja, wie ich vermutet habe. Theoretisch, glaube ich, müsste der hier irgendwo drin sein. Kann mich aber auch täuschen. Ja. Gut, next ist das Copilot Switch Panel. Nachdem ich keine Positionen mehr zum Programmieren habe, muss ich mich da immer hin, aber wir sind nicht allzu oft hier. Windows Defog Off. Mhm. Windows Defog. Wie gesagt, es kann kleine Unterschiede geben, das kommt eben aus der Airfoil Labs und ich kann mich an einen Windows Defog, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ventblower, den gibt's, der soll aus sein. Also auch hier macht das, oder beziehungsweise Low, Ventblower Low, ja genau. Environmental Bleed Air Low. Env Bleed Air Ventblower, Manual Temp, Electric Heat, Aftblowers, Manual Bleed, den sehe ich jetzt hier gar nicht. Environmental Bleed Air Valves Open. Ja, die sollen auf alle Fälle in der Off-Position sein. Envir Off, haben wir das gestern immer gemacht, ne? Ist nicht ganz. Aftblower, Electric Heat, Aftheat, alles aus, ja. Und die Zeit sollen wir notieren. Haben wir denn überhaupt eine Uhr hier drin? Gute Frage. Nächste Frage. Muss ja irgendwo, gibt es Sicherheit eine Uhr? Ist das die da hinten? Ja, könnte man dann die Zeit notieren. Wurscht. So, dann End of Pre-Flight Checklist. Before Engine Start Tests. Jetzt könnten wir noch ein paar Annunciator Tests machen und so weiter, aber das machen wir nicht, sondern wir fangen jetzt an. Die Checkliste. Also, External Power an, Battery on, Avionics Master Switch, ach echt, on. Ja gut, wir haben Electric Power von draußen, vom Generator, daher können wir tatsächlich die Avionik jetzt einschalten und dann hoffe ich, dass heute das PMS 50 mitmacht. Schauen wir mal ganz kurz, was unsere Triebwerke machen. 75%, ne? Mit jedem Flug bauen die so ein bisschen ab. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Failures haben. No Failures im Augenblick aktiv. Ja, Fire Detection Tests und so weiter, das haben sie jetzt alles nicht drin. Avionics Master Switch Auto, Autocom 1 und 2, genau, jetzt müssen wir im Prinzip hier die Radios einschalten. Ups. So, tja, leider scheinen wir mit der External Power
Das könnte mit dem PMS 50, dass der nur funktioniert, wenn wir tatsächlich die Triebwerke am Laufen haben. Könnte fast sein. Request ATC Clearance. Ja gut, die haben mal FMS-Route, Set Checked. Ja, das geht jetzt natürlich schlecht, wenn wir das olle PMS 50 nicht ans Laufen kriegen. Ach Gott. Tja, was machen wir denn da? Was ist das da? PMS 50 bis 3 in Frauen. Mei. So, ja, was könnten wir denn hier noch? Was könnten wir denn jetzt hier zuschalten? Gehen wir mal auf. Emergency. Macht das irgendwas? Nö. Schauen wir mal, ob ich das PMS 50 bekomme, wenn ich es so starte. Power is off. Ja. Ah, Initializing. Vielleicht hilft das ja. Na gut, da benutzen wir jetzt diese Methode, weil dann kriege ich ja den Flugplan schon mal rein. Das ist ja in Ordnung. So. Wir sind in. Jetzt müssen wir wieder zurück in unsere Route. BGSF. Und wir wollen nach BGGH. Bundesgesetz, Gesetz. Nein, wie war das? So, genau, Kangerlussuaq. Und wir haben einen Wegpunkt dazwischen, der heißt Barkuk. Nee, nicht Barjuk. Barkuk. Enter. Sehr schön. Hier werden wir einfach abfliegen. Hier werden wir die Arrival so ein bisschen nach den Bedingungen später dann reinmachen. Reicht uns jetzt erstmal zum Losfliegen. Na, können wir also kurz gucken. Ja, genau. So, ja, sehr schön. Na gut, dann schalte ich es jetzt erstmal wieder aus, in der Hoffnung natürlich, dass wir dann irgendwann das hier irgendwann doch angezeigt bekommen. Gut, dann haben wir ja eigentlich im Prinzip schon mal alles drin hier. Jetzt machen wir hier weiter. Passenger Briefing. Jo, ihr wisst Bescheid, ne? Anschnallen, ruhig bleiben, nicht rumspringen da hinten, nicht zu viel saufen. Was man halt so alles macht, wenn man im Flieger ist. Gut, Battery Power on, Parking Brake is engaged. Jawohl, Bus Sense, ihr fühlt euch gebrieft, alles klar. Bus Sense Normal ist gesetzt, Inverters sind off. Avionics Master Power as desired. Naja, beim Triebwerkstart normalerweise würde ich sie wieder ausmachen. Ach, interessanterweise. Ja, Moment mal. Haben wir jetzt noch einen Flugplan? Oder habe ich mir damit gerade wieder meinen Flugplan gelöscht? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Nein, ist alles gut. Im echten Flieger könnte das natürlich schon, wenn ich die Avionik wegnehme, könnte es passieren, ja. Engine Ignitions, both off. Engine Anti-Ice on. Ja, heute auf jeden Fall. Anti-Ice Annunciators Illuminated. Die würden wir dann hier irgendwo sehen. Ne? Wo sind sie denn? Air Conditioning NLO. Ah, Left Engine Anti-Ice, Right Engine Anti-Ice. Jetzt sind sie da. Wir haben Außentemperaturen
von minus 9 Grad, Taupunkt minus 13 Grad. Und ich check gleich nochmal das Meta, weil nicht, dass sich da groß was geändert hat. Ach, guck mal, jetzt kennt er auch Nook. Ah, sehr interessant. Ja, minus 8, minus 12, 9, 8, 3. Hat sich ein kleines bisschen geändert. Wir haben also eine neue Artis. 9, 8, 3. Pull, wie pull ich den? Ah, so. 9, 8, 3 kann man übrigens auch mit der Taste B machen, ne? Hier in dem Simulator. Und wir sind etwa, ja, was ist die Flugplatzhöhe? Ist 160 Fuß? Nee, das kann nicht sein. Moment. Airport hier ist auf, doch 165 Fuß. Das sieht aber nach, Der sieht aber nicht richtig aus. Na, schauen wir doch mal. Kein Meta available. Ja, danke. Das funktioniert ja alles wie geschmiert. Naja, das sieht eher nach 50 aus. Das kann aber nicht sein. Also stimmt auch was mit der Wettergeschichte nicht. Wir müssten eigentlich 165 Fuß oder auf jeden Fall über 100 Fuß anzeigen. Tun wir aber nicht. Lass mal sehen, wie ist denn der Luftdruck, damit wir ungefähr bei 160 sind. 986. Lass ich es mal auf 986 stehen. Dann macht das alles keinen Sinn. Gut, weiter geht's mit der Checkliste. Es gibt übrigens noch eine zweite, so mit vielen Bilderkens, aber die ist ein bisschen unpraktisch hier für uns. Gut, wo waren wir? Avionics Master Power, Autofeather. Ja, der ist off. Anti-Ice annunziert, das Illuminated Beacon Light on. Und Transponder ist aus. Ja, der ist tatsächlich on. Sagen wir mal so, ich würde ihn jetzt eigentlich eher auf Standby setzen. Und dann kann man natürlich irgendeinen Code hier reingeben. Ist ein bisschen... Es ist dieses Geräusch, was übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das ist tatsächlich das Anti-Ice. Ja, so, 2000. Fuel Quantity Balance Check. Die Fuel Quantity, ja. Jo, ist immer noch schön balanciert. Wir haben ja keine APU, die aus irgendeinem Tank was rauszutzelt. Also insoweit passt das schon. Overhead Panel. Cabin Signs, die schalten wir jetzt ein. Voltmeter, External Power, 28 Volt. Jawohl, mindestens Voltmeter CTR, auch 28 Volt, passt. Throttle Quadrant. Power Levers, Idle, jawohl. Dann Prop Lever, Feathered, jawohl. Und Fuel is Cut Off, jawohl. Pedestal Panel, das ist das hier. Lateral Oxygen System Pult, das ist der hier. Der Lateral Manual Dropout, das auf der anderen Seite, der muss unten sein. Ne? Der oben, auf meiner Seite oben, auf der anderen Seite unten, das hat man gestern auch schon. Pitch Trim müssen wir jetzt einschalten. Der heißt übrigens Electric Trim und Radar Boost. Wie gesagt, kleine Unterschiede kann es geben. Und die Cockpit Altitude Set. Die steht immer so etwa auf 8000 oder so. Also wir wollen ja nicht zu hoch gehen. Ne? Man kann auch sogar auf 7,5 oder sowas gehen. Wir werden wieder so mit 15.000 Fuß. Also ich mache meistens, je nach Höhe und so weiter,
mache ich meistens so Faktor 2 oder so. Also sprich, wenn wir 15.000 haben, geteilt durch 2. Ob das jetzt so stimmt, ich nehme halt irgend so einen Daumen mal Pi. So, dann Co-Piloten-Panel. Der Ventblower soll in die Autoposition. Wo war der nochmal? Der ist hier. Environmental Bleed Air Low. Das ist Environmental Bleed Air Low. Keine Ahnung. Wie gesagt, könnte auch wieder einer von den Sachen sein, die... Steht der auf Auto? Ja, ich glaube. Weil das ist ja der Ventblower. Der soll ja auf Auto Environmental Bleed Air Low. Envir off. Ja, dann heißt das wahrscheinlich open, oder was? Bleed Air Valves both env off. Nee, Moment, das sind sie nicht. Haftblower, Electric Heat, Stall Warning Test. Ja, den scheint es nicht zu geben, den Knopf. Kostas Waschmaschine. Ja. Cabin Temp Mode off. Gut. Schalten wir wieder aus. After ATC, Push and Start Approval, Collins Com 1 off, Avionics Master Switch off, Doors closed, Time Note. Aha. Habe ich mir doch gedacht, dass wir die Triebwerke nicht mit dem ganzen Zirkus eingeschaltet lassen. So. Genau, die Türen sind sowieso geschlossen, die kann man ja gar nicht öffnen bei dem. Engine Start mit GPU. Engine Auto Ignition on, beziehungsweise heißt das hier die Armposition. Engine Starters. Ja, aber noch nicht beide, oder? ITT Monitor 18%. Aha, interessant. ITT N1 Monitor Condition Lever Low Idle. Ja, wir haben doch nicht Prozent hier oben bei ITT, ne? Was heißt denn 18%? Also ich gehe da nach dem, was wir mal gestern gemacht haben, ne? 12% hier auf dem Turbine RPM. Bei 12 schalten wir zu, bei 50 machen wir den Starter wieder aus. Ne? Also Clear Prop und so weiter. Na ja gut, es ist eh schon kalt. Es frieren schon alle. Dann fangen wir mal an. Also. Gut, 12% Low Idle. Der Sparwassergang ohne Wasser, genau. Das wird mit Steinen, ne? Früher hat man auch mit Steinen gewaschen. So, sobald er auf 50 ist, Starter ausschalten. Gut, dann können wir den Generator zuschalten. Kurz gucken, dass hier die alle im Grün sind. Ja, sieht alles gut aus. Auch die ITT ist nicht zu hoch gegangen. Also ist bis hier zum Start rauf und dann wieder runter. Das ist genau so, wie es sein soll. Dann können wir ja Zeichen geben an die Leute da draußen. Ne? Start Nummer 1. Ja, genau, Nummer 1. Voilà. Fünfzig, Starter wieder aus. Und Generator an. Öldruck, Öltemperatur, alles soweit gut. Auto Ignition und Starters können wir ausschalten.
Die beiden Generatoren habe ich resettet und angeschaltet. Und dann kann man ganz kurz oben hier die beiden Generatoren prüfen. Haben beide Spannung. Interessanterweise wird versorgt zurzeit nur der rechte Generator. Müssen wir nochmal schauen. Das ist nicht richtig. Ich mache hier nochmal Reset On. Ja, jetzt. Da mit dem Reset On hat wohl nicht richtig geklappt. So, jetzt würde ich hier auch einfach mal ein paar Lichter einschalten. Auch damit wir ein bisschen sehen, wie die so aussehen. Nicht, dass man da viel sieht, ne? Gut. Ja, das war's eigentlich schon hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier weitermachen. So, Condition Lever Low Idle, genau, Prop Lever Full Forward. Propeller Lever Full Forward, Propeller RPM Check 1050. So, jetzt können wir übrigens die externe abschalten. External Power Off. GPU, naja, die ist dann weg, ne? Left Condition Lever High Idle. Also das macht für mich mehr Sinn, diese Reihenfolge, ja. Die Checkliste gestern, die ist, okay. Check mit größer Propeller RPM Check größer 1050. Moment. Echt jetzt? Propeller RPM größer 1050. Ich weiß nicht, das ist eine komische Angabe. Nee. Gut, dann können wir die Avionik wieder einschalten. Jetzt hoffe ich auch, dass das PMS 50 kommt. Oder ist heute wieder so einer von diesen Tagen? Ja, heute ist wieder einer von diesen Tagen, ne? Wo wir mal kurzerhand das PMS 50 nicht in das Panel bekommen. Naja gut, wir können es ja dann als externe, also ist natürlich scheiße sowas. Warum ist das jetzt wieder, Mann? Naja, gut. Dann eben nicht. Vielleicht kommt es ja später. Entscheidet sich plötzlich doch zu kommen. Props free, genau. Tja. Also jetzt mal ehrlich, ne? Dafür, dass ich jetzt Geld bezahlt habe für das Ding, muss ich sagen, das ist auch wieder so ein Geraffel, ne? Also irgendwie, aber immerhin, wir haben noch unseren Flugplan. Ist ja schon mal gut. Weil das Ding geht mir jetzt natürlich im Weg um, ne? Weil ich weiß nicht, ich hab's. Entweder habe ich es vergessen oder ich weiß nicht, wie man es verschiebt. Naja, weil das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen im Weg um. Na, hier vielleicht. Ja, jetzt habe ich so überall drauf geklickt, wo man so draufklicken kann. Aber das sieht irgendwie nicht so aus, als ob der kommen möchte. Wir machen mal, wir schalten mal um aufs Garmin. Lassen mal das Garmin sich initialisieren. Im Zweifel aussteigen und schieben. Ja, genau. Ja, ich lasse euch gerne aussteigen und ein bisschen schieben.
Ah. Aha. Na gut, wenn du das so haben willst. Sehr interessant, ne? Meine Altitude, das hatte ich doch schon mal. Das hatte ich beim vorletzten Flug auch. Dass mir meine Altitude einfach wieder weggelöscht hat. Aber jetzt gucken wir mal, ob der Flugplan noch da ist. Jawohl. Naja, gut. Also. Wir sind navigationstechnisch vollständig da. Before Taxi Checklist. Gentai Switch Test Perform. Ach ja, das. Brauchen wir das jetzt alles? Inverters left and right on. Genau, die schalten wir jetzt mal ein, damit wir auch Wechselspannung haben. Avionics Master Switch ist an. Der DME, ja, der ist doch sowieso an. Mir war gar nicht bewusst, dass man den auch. Ah ja, doch, den DME kann man tatsächlich an- und ausschalten. Der war aber schon an. Pilot Gyro DG Push. Pilot Gyro DG Push. Habe ich gemacht. Dann Lights, die Taxi Lights, die schalten wir ein. Die Nav Lights schalten wir ein. Das Recog Light, Recognition Lights, Tail Floodlights. Tail Floodlights. Machen wir doch einfach mal alle an. Jo, hübsch. So, weiter geht's. Ice Protection, die Props schaltet man natürlich ein. Jetzt erst recht. Außerdem aktivieren wir die Window Heat. Natürlich die Pitot und die Stall Warning. Surface De-Ice Single oder Manual. Naja, Overhead Panel, Master Panel Lights. Ja, ich habe ja schon mal ein paar angemacht. Mal so ein paar. Ich mache einfach mal ein bisschen Licht, mal sehen. Das ist übrigens der Schalter auch, ne? Der muss an sein. Master Panel Lights ist on. Cabin and Fern Coffee Light. Cabin and Fern. Fern, 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 Fern. Keine Ahnung. Cabin and Fern Coffee Light. Voltmeter Bass Selector TPL Fett. Übrigens 120 Volt, 400 Hertz. Passt von den Invertern. Instrument Emergency Lights on. Dann zum Radionavigationspanel. Kann man natürlich hier alles einschalten. Ja, und so weiter. Transponder und Standby. Der ist ja schon wieder an. Den habe ich doch. Na, egal. Ja, da muss ich aufpassen, ne? Wenn ich online fliege und das Ding geht da ständig an, das ist natürlich auch nicht gut. Voltmeter Passantenne war schon. Collins ADF, naja, ne, ne, brauchen wir jetzt nicht. So. Flaps full down up, check. Pitch Trim Cycle, off and on, ja, das ist dieser Schalter, ja, da unten, das brauchen wir jetzt nicht machen. EADI und EFIS Mode Set and On, ja, ich habe kein EADI und kein EFIS, das hat Airfoil Labs hat das, Nav Source Mode Set, Autopilot Set and Off, Yaw Damper Off, gut. Dann Copilot Environment Panel, Environmental Bleed Air, die schalten wir jetzt ein. Das ist natürlich wichtig, dass die an sind. Dann den Cabin Master. Und da ist der Furnace. Ach, da ist der Coffee. Ha, wir haben ihn gefunden. Aber der ist nicht da, wo ihr behauptet, dass der jetzt zu sein hat. Coffee und Furnace ist jetzt on. Also, hier kann Kaffee gekocht werden. Na, endlich. Bleed Air war es, left and right on. Ventblower Auto, genau. Cabin Temperature Mode Set, den machen wir auf Auto. Und Avitab und ATC, das haben wir hier nicht. Und dann geht es auf der Seite weiter. Before Takeoff. Also, wir sind ready fürs Rollen. Endlich.
Da seht ihr mal, wie lange das dauert, so einen Flieger aufzusetzen, ne? Wenn der. Und man ist ja nur ein Pilot. Also, los geht's. Ich mache aber jetzt Low Idle beim Taxi, weil sonst haut er mir gleich wieder ab hier. Irgendwas stimmt nicht. Ne, ich komme nicht weg. Ist wieder so ein Mist. Irgendein Mist schon wieder. Ach so. Nein, meine Prop-Levers waren nicht ganz vorne. Okay, alles klar. Jetzt geht's. Es klappt. So, aber bevor. Halt, wo müssen wir denn überhaupt hin? Gucken wir mal kurz. Ja, hier jetzt dann gleich rechts. Und dann auf die Runway. Also. Naja, das war nicht die Parkbremse, sondern das interessanterweise war jetzt in der Checkliste nicht ganz richtig. Wir haben in der Checkliste stand ja, dass wir die Federposition machen. Wir müssen sie aber nach vorne haben. Das schaut fast so aus, als ob er gleich hier in dieses Anzeiger rein donnert. Die müssen wir nach vorne machen, weil sonst hat er keinen Schub sozusagen. Ne? Also. Ich glaube, der hat die Handbremse. Ja, der hat schon wieder die Parkbremse an. Das habe jetzt nicht ich gemacht. Wir haben immer noch das Problem, dass die Parkbremse hier ein Eigenleben führt. Ich und meine Parkbremse. Bin gespannt, ob wir heute bei der Landung auch eine unerwartete Parkbremsung bekommen. So, jetzt habe ich sie eingeschaltet. Jetzt. Definitiv. Gut, jetzt müssen wir die Before Takeoff. Flaps. Habe ich die schon? Nee. Also. Genau, Checkliste wollte ja, dass ich es wieder hoch mache. Flaps, dann Auto Feather On. Ich habe von Eigenleben, nicht von Liebesleben gesprochen, ja? Also, da, guck. Seht ihr das? Das habe nicht ich gemacht. Also am Bravo kann es nicht liegen. Was ist das denn? Weil das ist nämlich ziemlich bescheuert. Bin ich ja gespannt. Es heißt für mich, vor der Landung muss ich definitiv checken, ob die blöde Parkbremse gezogen ist, weil sonst gibt es wieder Schaden. Flaps, Approach, Auto Feather On, Down, Lock, Rel, Gear, Lever, Pushed. Das ist ja so eine Sperre, ne? V1, VR, V2, ja, so ungefähr, bei etwa ist bei 100, drehen wir einfach los und auf geht's. Und dann fliegen wir so mit 120 bis 130 raus, kohlen die Klappen rein bei etwa 125 und dann beschleunigen wir so bis 160 und dann tue ich den IAS-Mode mit dran. Ja, so wie wir es in den letzten Tagen auch gemacht haben. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Gut, Annunciators considered, ja, eigentlich alle Orangen sind aus, das ist gut. Strobe Lights sind noch nicht an. Landing Lights machen wir an. Taxi Light machen wir aus. Dann Tail Flood Lights machen wir auch aus. Das sind ja die Logo Lights sozusagen. Die Recognition Lights machen wir auch aus. Der Transponder wird jetzt hier auf Alt gesetzt und die Instrumenten, ja, jetzt zu den Headings, genau, da haben wir jetzt
269. 269. Also mehr oder weniger 270 fast. So, diese kleine Markierung ungefähr. Wir können dann immer noch einen Sync machen. Die Höhe, mal schauen, ob sie noch da ist. Ja, 15.000. Und dann Autopilot tun wir hier schon mal herholen. Im Prinzip möchte ich initial fliege ich erstmal mit dem Heading Mode raus. Na, und dann muss ich wahrscheinlich anschneiden damit. Na, und dann fliegen wir raus. Ja, passt schon. So. Oswald war gut vor 50 Jahren. Ja, Engine Out, Ignition Left and Right. Also wieder rein hier. Out, Ignition Left and Right an. Landing Lights on, Strobe Lights on, Taxi Lights off. Da waren wir noch gerade. Gut, rauf auf die Runway. Ja, da war zu viel gebremst. Ja, schon wieder die scheiß Parkbremse. Mann! So, gut. Also das mit der Parkbremse ist blöd. Sowas. Gut, also. Takeoff. Condition Levers, High Idle. Heading Bug, Align with Runway. Das kann man natürlich hier mit dem Sync machen. Brakes, Release, größer 60 Knots, Check 100, größer 100 Knoten, Rotate, ja, das ist genau das, was ich ja auch mal gemacht habe, Positive Rate, Gear Up, Maintain 140, Gear and Torque 65-80%, aha, interessant, also irgendwo 65-80, das ist jetzt bei der anderen, ne, bei der Airfoil Labs, mal gucken, aber die Werte, an die habe ich mich noch erinnert, ne, mit knapp über 100, dann nach oben und dann bei 140. Okay, alles klar. Nehmen. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen, ne? Jetzt sind Worte drin, die der Twitch gar nicht mag. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den jetzt erlaube. Probiert mal diese Begriffe nicht zu benutzen. So, wo waren wir? Jetzt habt ihr mich abgelenkt. Richtig, also. Bremse. Dann langsam die Schubhebel nach vorne. Bremse loslassen. Bisschen über 100 und Positive Rate, Gear Up. Gut.
knapp bei 140. Klappen rein. So, dann machen wir IAS-Mode, Autopilot an. Flaps ab, Brakes apply. Genau, Annunciator Lights, check. Jo, nix. Engine Instruments, check. So, wir sollen mit Torque 65 bis 80. Mal 65 bis 80 und wir machen mal die RPM auf 1600. So, und damit steigen wir raus. Der IAS hat sich wieder abgeschaltet. Das ist auch gestern ein paar Mal passiert. Habe ich noch nicht raus, was der Quatsch soll. Rotate, genau. So. Gut. Jetzt sind wir hier. Take-off, climb. Autopilot, Yaw-Dumper. Ah, das haben wir alles eingeschaltet. Oder habe ich den Yaw-Dumper an? Jawohl, habe ich. Condition Lever. Was, wieder Low Idle? Das war mir nicht bewusst. Okidoki. Das ist interessant. Condition Lever Low Idle. Vent Blower Auto. Ja, ist er eh schon. Auto Feather Check On. Ja, ist er. Prop Sync. Jetzt muss die Prop Sync eingeschaltet werden. Engine Auto Ignition Left and Right Off. So, ach ja, und bevor ich hier weitermache, jetzt müssen wir mal ein bisschen das Heading ändern. Und versuchen mal hier unseren... Guck mal, der Heading Mode hat sich auch abgeschaltet. Also, das ist schon ärgerlich. So, dann schalten wir hier auch den GPS-Mode ein. Das habe ich vergessen tatsächlich. ...7000, aha, wir müssen... ...1013... ...so, Windshield Anti-Ice Normal Cabin Differential Pressure Monitor... ...ja... Landing Lights at 10.000. Da sind wir auch gerade mehr oder weniger. Off Passenger Climb. Können wir hier euch freigeben. Und Climb Speed 140 bis 180. Wir sind bei 160. RPM 16 bis 1700. Genau, RPM 1600. Die hatte ich eben auch noch in Erinnerung. Und die ITT irgendwo zwischen 780 und 820 Degrees. 820 ist die rote Marke. Wir sind bei 700 etwa. Das mit dem Low Idle Condition, das war in der Checkliste gestern nicht drin. Ja, und ich bin am Überlegen, die Wolken. Müssen wir da mal schauen. Richtung Süden sieht so aus, als ob wir weniger Bewölkung haben.
Da werden wir dann auch demnächst abdrehen. Ne, weil, ne, sobald wir hier auf den kommen. Ich will bloß noch ein bisschen näher hier ran fliegen. Ah, Wetterradar können wir übrigens einschalten. Und natürlich könnten wir auch direkt Barcook machen von hier. Wäre auch eine Möglichkeit. Moment. Activate Lag. Okay. Dann schalten wir den Nav-Mode ein. Jetzt schauen wir mal, was er da draus macht. Ja, ne? Das ist jetzt echtes Wetter, also auch echte, tatsächlich Schnee und so weiter, Temperaturen, einiges kälter. Altitude Alert Cancel. Ach, passt so, die Wolken sind. Ja, das ist eigentlich ganz okay so. So, das ist der Climb. Und was ich auch gut finde ist, der hat nämlich jetzt hier auch den Cruise und der gibt hier auch ein bisschen was vor, ne? Auto Feather Off. Also wir sind jetzt bei 15.000 angelangt. Also Auto Feather Off. Prop RPM so irgendwo zwischen 1450 und 1600. Guck mal, die blöde Parkbremse ist wieder an. Also das muss ich sozusagen auf meine mentale Checkliste machen. Das blöde Ding schaltet sich ständig ein. Was ist das für ein Mist? Klappen habe ich eingefahren, oder? Ja. Die Kabine steigt noch auf 7.500 Fuß. Und jetzt müssten wir gleich nach rechts. Oder links. Dann Richtung Süden. So, mehr oder weniger. Jetzt. Ja, jetzt dreht er. Genau, nach rechts. Sehr schön. Jetzt sind wir auf der Kurslinie. Interessanterweise kann man den Kurs ändern, obwohl man auf GPS ist. Das geht bei vielen Fliegern im Simulator nicht. Wenn man im GPS-Modus ist, normalerweise kommt man an diese Kurseinstellung nicht dran. Hier kann man das tatsächlich ändern. So, bis Barcook sind es noch 34 Meilen. So, Passenger Cruise Briefing complete, time none. Genau, next ist dann die Descent Checklist. Also ich finde die viel, viel besser und ich muss sagen, inzwischen kenne ich mich genug aus in dem Flieger, dass ich die Sachen auch finde, mehr oder weniger. Also ist einfach nur eine Übungssache, ne? Mir gefällt der Flieger richtig gut, also ich fliege hier gerne drin. Gut, ab und zu gibt es zwar ein bisschen Spack da mal rum, ne? So mit dem PMS 50 GTN. Und so, aber im Großen und Ganzen
Ja, man merkt auch, dass die Qualität der Autos hier nicht ganz so berauschend ist, ne? Man sieht hier Unschärfe. Das hängt aber tatsächlich damit zusammen, dass die Autos in dieser Gegend sind nicht besonders gut. Das habe ich im X-Plane dadurch bemerkt, dass ich versucht habe, Autos hier zumindest für die Küstengegenden, also bevor das Loch anfängt beim X-Plane, das große Loch. Wir haben ja eine riesen Badewanne in Grönland, in der überall Wasser ist. Total bescheuert eigentlich. Das haben sie in X-Plane 10, haben sie das noch als weiße Fläche gemacht. Und dann hat irgendeiner bei X-Plane 11 die weise Entscheidung getroffen, Grönland als große Badewanne abzubilden. Eine Badewanne, die nach oben hin übrigens offen ist, weil natürlich ab dem 70. oder sowas Breitengrad, glaube ich, wird ja die Welt eh abgeschnitten bei X-Plane. Es gibt zwar inzwischen Paver, die man kaufen kann, mit dem man dann über dem 70. Breitengrad Sachen bekommt, aber von sich aus ist das im X-Plane nicht drin. Der hier, der Simulator, der macht leider auch nicht die Berge und was da alles. Also Grönland ist ja ein ziemlich bergiges und also das ist nicht eine weiße Schneefläche. Das ist Blödsinn. Aber es gibt keine Daten. Es gibt offensichtlich keine Mesh-Daten, die man benutzen kann oder darf. Ich weiß nicht, ob das politische Gründe hat. Aber immerhin hat Asobo den inneren Teil, der nicht abgedeckt ist mit Mesh-Daten, tatsächlich als weiße Schneefläche abgebildet. Das ist immer noch besser als ein Loch mit Wasser. Also da kann ich mich bei X-Plane immer noch nicht beruhigen, dass sie sowas gemacht haben. Vor allem, sie haben es richtig vorher gemacht und dann haben sie es keine Ahnung warum. Ja. Es ist immer wieder eigenartig. Ab und zu fängt er dann an, macht da Views, die ich so nie programmiert habe. Sind wir schon fast da? Ich starte mir den Laptop. Nee, wir sind noch nicht fast da. Wir sind gerade erst losgeflogen. So schnell schießt der Costa nicht. So, jetzt schauen wir mal. Ich sehe schon, ich habe wieder eine View verloren. Oder nicht? Ah, nee, nee, nee. Nee, ist richtig. Wir kommen ja nicht in die Kabine. Ich habe vorher die PC-12 von Carenado getestet. Da kommt man in die Kabine. Da kann man sogar Türen aufmachen. Bei dem hier ja nicht. So, dann machen wir mal hier die Karte. Und ich werde aber die Karte jetzt mal ausblenden. Damit ihr einen ungetrübten Blick habt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, brauche ich das Engine Anti-Ice noch? Eigentlich theoretisch jetzt erstmal nicht mehr, ne? Weil wir haben keine Wolken und nix. Die nächste Frage wird sein, was haben wir für Wetter in Nuuk? Bin gespannt, ob der Meta, wenn wir näher dran sind, vielleicht funktioniert, ne? Gucken wir mal. Genau, sind keine Wolken im Weg. Ich glaube nicht, dass wir dann Engine Anti-Ice brauchen.
So, ja, Nuuk, wie gesagt, ist die Hauptstadt von Grönland. Die ist auch ganz schön gewachsen, was ich jetzt. Ich habe neulich eine Dokumentation tatsächlich gesehen. Es gibt ja YouTuber, die machen so, ja, die buchen sich da in irgendwelche Airlines, in irgendwelche Flüge ein, ne, und machen dann Beurteilungen. Und BGGH 200 mit 16 Knoten, gute Sicht, paar Wölkchen in 1700, minus 0, also sogar ein bisschen wärmer, und 980. Der druckige Luft, ja, genau. Ja, die Frage ist, ob das hier funktioniert. Also irgendwas stimmte vorher nicht, definitiv nicht. Ja. Der Luftdruck, den er mir angezeigt hat, und die Airport-Höhe haben definitiv nicht zusammengepasst. Ne? Naja gut, also Nuuk, wie gesagt, Hauptstadt, aber im Augenblick halt ein Flughafen, der eine sehr kleine Runway hat. Ne, da passen maximal eben diese Dash 8Q200 oder wir hier zum Beispiel, wobei, ne, viel Platz haben wir nicht. Also ich muss schauen, dass ich wirklich gut aufsetze vom Platz her und nicht zu sehr nach hinten komme, sonst müssen wir durchstarten. Tja, und apropos durchstarten, schauen wir uns mal die. Also, wir planen ja, und das kommt mit dem Wind super hin, ne? 220 Wind aus 200. Ah, ich glaube, wir haben gerade den Wegpunkt Bakuk überschritten. Jawohl. Sehr schön. Genau, also ich würde dann nämlich versuchen, hier den ILS-Anflug GH401, get da. Okay, ich werde es aber wahrscheinlich von Hand, damit wir nicht wieder irgend so einen Blödsinn bekommen. Wobei es gibt keine Sit und Stars. Naja, wir können es ja mal probieren. Ich frage mich allerdings, ob ich vielleicht in den Heading Mode gehen soll, währenddessen ich mit dem Zeug da rumspiele. So, ich schalte mal nur auf Heading Mode, nicht dass der uns dann da einfach plötzlich abdriftet. BGGH, Load Procedure, Approach, Localizer Yankee haben wir gesagt, ne? Ja, Localizer Yankee. Genau. So, der würde aber von Erala, ich würde aber sagen, das ist jetzt wieder das Problem. Achso, Moment, vielleicht kann man das auswählen. Getta, ja, das war's. Ja, genau. Wir kommen ja von oben. Ne, macht keinen Sinn, dass wir hier nach Erala fliegen, sondern Getta ist die richtige Transition. Und dann all the way down here. Load Approach. Aha, jetzt hat das. Das hat er gestern oder vorgestern nicht gemacht. Jetzt hat er es aber richtig gemacht. Er hat umgeschaltet. Weil Getta ist jetzt sozusagen der nächste Wegpunkt. Das ist also jetzt richtig. Ja, ist ja super. Sieht doch erstmal ganz gut aus, ne? Mal kurz an hier. Ja. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Nuuk hat eine. Airport Elevation von 272 Fuß. Ne? Die Frequenz ist dann die 108,95.
können wir ja schon mal eindrehen. 108,95. Enter. Bin ich jetzt doof oder? Ach ja, ich muss mich vertippt haben. Außerdem gibt es, was gibt es da noch Schönes? Das Nuuk NDB 314GH. Das könnten wir natürlich auch eindrehen. Und dann hier auf ADF umschalten. Ist aber noch im Wasch. Nee, Moment. Hier auf ADF. Ist aber noch zu weit. Also da haben wir noch keinen Empfang. Oh, und wir sollten vielleicht wieder auf NAV umschalten. Wir waren im Heading Mode. So. Dann schauen wir mal. Also Höhe 4400. Gut, dann müssen wir mal überlegen, wann wir dann bei GH401, oder wann wir dann auf 4400 den Sinkflug einrichten müssen. So, soweit, so gut. Bis der Laptop Twitch aufmacht, da wird er schon wieder auf dem Boden sein. Ja, ich weiß ja nicht, wenn dein Laptop eine Stunde braucht, um sich, oder wir sind auch, glaube ich, noch, wie lange sind wir denn noch unterwegs? 68 Meilen, also circa noch eine halbe Stunde, dann ist natürlich schlecht. Das ist dann schlecht. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Was haben wir eigentlich für eine Ground Speed? 274. Oh, wir werden gepusht, ne? So, wir sind auf 15.000 Fuß. Und wir wollen auf 4.400. Und wir werden mit ca. 1200 Fuß pro Minute sinken. Das heißt, etwa 55 Meilen vor GH401 sollten wir dann mit dem Sinkflug beginnen. Schauen wir mal. Also Getter ist jetzt noch 63 weg. Und dann haben wir noch 8 Meilen. Bis GH401. Das heißt, im Augenblick haben wir 70 Meilen noch bis GH401. Also 55 plus, nee, minus 8. Weil wir ja im Augenblick nur die Getter angezeigt bekommen. 55 minus, nee, Quatsch. Das, was wir da anzeigen, plus 8. Das heißt, wenn wir 55 erreichen wollen, plus 8 bei... Nein, ich bin blöd. Vergesst das. So, wir müssen demnächst mit dem Sinkflug beginnen. Also etwa 48, knapp 48 Meilen vor Getta beginnen wir mit dem Sinkflug. Das sind dann ungefähr 55 bis auf GH401. So machen wir das. Ah, du hast keinen Kopfhörer, okay. Gut, also,
Wir haben eine Decision Altitude Straight In Landing. Ja, das machen wir auch. Mist Approach Climb Gradient Minimum 5%. Also wenn wir wirklich durchstarten müssen, dann gib ihm Saures. So, dann. Wo war denn der? Wo haben wir? Ah, da. 429. Also 430. Ist unsere Decision Altitude. CDFA. Mist Approach, Climb Gradient, bla bla bla, Straight in Landing. Not applicable. Okay. Circle to Land, not authorized. East of Aerodrome. Ja, aber haben wir auch nicht vor. Mist Approach, Turn Right, Direct GH. Das heißt, wenn wir durchstarten müssen, Richtung GH, das also leicht nach rechts hier, das NDB 314, das hatte ich schon drin, oder? Ja. 314 und dann gehen wir im Prinzip erstmal in den Hold, so wie es ausschaut. Continue und 249. Dann zurückdrehen. Zwischen auf 4000 Fuß. Weiter und dann auf GH einen Hold mit 4600 Fuß fliegen. Ja, habe ich nicht vorzumachen. Okidok. 46 plus 8. Ja, ja, wir müssen runter. IAS Mode. So, und dann schauen wir es mal so, circa 1200 Fuß pro Minute beibehalten. Ab in die Checkliste. Descent, Artist Information, check. Landing Performance Limits, check. Altimeter, check. Autofeather kommt wieder an. Na, das ist kein Quatsch, sondern das ist halt die Prozedur, damit du nicht in die Berge fliegst, ne? Und weil es da nicht viel drumherum gibt, fliegt man auch nicht weit weg, sondern man geht erstmal in den Hold und dann hofft man, dass ATC einem Instruktionen gibt, wo man als nächstes weitermacht. Also insoweit ist das schon durchaus richtig. So, 1600 RPM. Da sind wir eh schon drauf, das passt. Flaps und Landing Gear check up. Ja, Klappen sind hoch, Landing Gear ist up. Das ist unser ein bisschen noch. So, weiter geht's. Flaps und Landing Gear. Fuel Balance check. Ja, ist in Ordnung. Set Altitude habe ich gemacht. Der Alt Select scheint nicht zu funktionieren. Oder weiß ich, wozu der da ist. Passenger Descent Briefing complete. Ja, also ihr merkt ja, wir bereiten uns auf den Landeanflug vor. Bitte anschnallen. Cabin Signs, genau. Also, bing bong. Bitte anschnallen. Man merkt eine gewisse Unschärfe hier. Descent Speed 180 Knoten, Torque 15. Naja, Das ist ja interessant. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Torque 15.
So. Descent Speed 180 Knoten, die haben wir jetzt. Ich aktiviere den IAS-Mode hier bei 180. So, jetzt müssen wir natürlich wieder weiter sinken. Uns vor allem ein bisschen mehr sinken, weil wir jetzt etwas langsamer waren. Autopilot Descent Mode Z haben wir gemacht. Cabin Pressure Monitor. Transition Altitude ist 7000. Passt. Parking Brake Check Off. Ja, das ist super, dass das in der Checkliste drin ist. Denn das ist durchaus ein Problem mit der... Guck, die ist schon wieder an. Also, verstehe ich nicht. Ist das etwa ein Feature von diesem Flieger oder was? Genau, der holt mich uns aus der Warteschleife raus. Wie gesagt, man kann nicht nirgendwo hin, ja. Wo willst du da hin? Das ist... hier sind Berge, da ist Eis und Wasser und auch Land, und wo willst du jetzt großartig hinfliegen, ne? Das heißt, du wartest einfach und dann vermutlich gibt er dir dann Vektoren zu sowas wie Vetox oder so, ne, damit man dann wieder anfängt, hier dann anzufliegen. So, 10, 9000. Wie weit haben wir noch? Irgendwo da vorne nehme ich an, dass der Flughafen ist. Ja, wir sind nicht mehr allzu weit weg, wie man sieht. Es gibt keine DME. Anzeige hier, deswegen 22, okay. Wir sind bei 9000, ja, wir können ein bisschen langsamer sinken. Gut. Eigentlich müssen wir ja auf 1800 Fuß dann. Wir müssen nur schauen, dass wir halt das hier jetzt noch mal angucken. Weg. Also Getta 7400. Ja, eigentlich können wir, bleiben wir mal hier bei singen wir mal für einen Moment nicht, weil wir glauben, wir sind ein bisschen zu früh. Es hat dann doch schneller abgebaut. So, Getta 7400 und dann 4400 bei GH401 und dann müssen wir auf 2800, um auf den Gleitpfad zu kommen. So, lass mich nochmal sehen. Das ist ein Localizer Yankee. Genau. So, stimmt denn die Frequenz? Die haben wir auch noch nicht drin, sehe ich gerade. Oder? Wir haben sie zumindest noch nicht zugeschaltet. So, 108,50. Genau.
So, Approach and Landing. Parking Brake Check Off. Das müssen wir nochmal machen. Autofeder. Wir werden nicht so hoch sein. Wir sind eher zu niedrig. Tendenziell sind wir jetzt tatsächlich zu niedrig. Autofeder Verify Armed. Jawohl. 13 Meilen. Das ist ja noch bis Getta, deswegen ich war jetzt ein bisschen zu schnell. Aber das kriegen wir hin. Die 7400 oder Buff bei Getta, wahrscheinlich auch wegen Berge und so weiter. Deswegen habe ich jetzt aufgehört zu sinken. So, Landing Lights kleiner 10.000. Ja, die haben wir natürlich schon. Die müssen wir einschalten. Engine Anti-Ice on. Anti-Ice, the rest as required. Propeller full forward. Das ist, wenn wir dann den Approach, da sind wir noch nicht, kommt dann gleich. Condition Levers High Idle, Vent Blower Low. Environment Bleed Air Low. Flaps bei 160 Knoten Approach und bei 140 Knoten Full Down, Landing Gear. Kleiner 170 Knoten. Alles klar. So. Noch nicht. Aber er kommt schon in die Karte, wie man sieht. Getta haben wir gleich erreicht. Ja, das sieht so aus, ob das Wasser Eis hat, ne? Also, das kann zum Beispiel Explain nicht. Da wäre jetzt hier blaues Wasser. Da vorne ist der Flughafen. Gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir wieder mit ein bisschen Sinkflug und außerdem, also einem langsamen Sinkflug. Und wir müssen nämlich auf 2800 für den Anflug. Wir müssen nur schauen, dass wir bei GH401 4400 nicht und erstmal nicht unterschreiten. Gut, wie sieht es mit dem... Aha. 25,5. Wir haben also Empfang auf dem NAV 1. Sprich, wir sehen bereits den Localizer in 25 Meilen. Das ist schon mal gut. Allerdings, das ADF scheint sich nicht zu bewegen. Doch, doch, das ist auch da. Genau, ist auch richtig leicht nach links. Wir sind... Was war das jetzt? Was hat er jetzt gemacht? Was hat er jetzt gemacht? Keine Ahnung. Also ich glaube da vorne, ne? Das zumindest so ungefähr. Sieht so aus, als ob man den Flughafen da sieht, da vorne. So, dann synchronisiere ich mal das Heading.
weil ich dann nämlich ganz gern umschalten würde. Also jetzt gehen wir wieder auf Heading Mode. Dann schalten wir jetzt das ILS ein und stellen fest, dass wir schon fast drauf sind. 223 machen wir schon mal NAV, weil ich glaube, ein Glidescope gibt es ja hier wieder nicht. Ist ja auch wieder ein Localizer. So, wir sind bei GetDAV 4800. Passt. Wir müssen aber weiter runter jetzt dann. Ne, Quatsch, bei GH401 sind wir fast. Also das haben wir ganz gut hin bisher mit der Höhe. Wir sind jetzt auf dem Localizer drauf. So, und dann um einen Descent Angle von 3 Grad. Wir fliegen dann mit circa 120 an. Das heißt, wir brauchen etwa 650 Grad Sinkgeschwindigkeit. Ja, wir sind ein bisschen zu schnell mit dem Sinken. Also noch mal ein bisschen verlangsamen. Jetzt sind wir an G401 und jetzt müssen wir weiter auf 2800. Sehr schön. So, nochmal die Geschwindigkeiten. Approach Flaps bei 160. Da sind wir jetzt. Also. Wow, was macht er da? Ups, okay. So, also. Jetzt alle Hebel wieder nach vorne. High Idle. So, und jetzt probieren wir mal mit dem Vertical Speed Mode. Oh, nein, 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 nach unten, nach unten, nach unten, nicht nach oben. So, nicht nach oben, nach unten, nach unten. Könntest du bitte nach unten gehen? Danke, Schnauze runter. Das funktioniert nicht sehr gut. Der Modus funktioniert. Ja, schon wieder ausgeschaltet. Mei. Ne, schon wieder aus. Ach so. Ja. Ja, das war jetzt blöd. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller werden. Können wir den Flughafen sehen? Ich glaube, da vorne ist er. So. Wo müssten wir denn sein? Naja, wir sind... Wir hängen ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt natürlich durch den Autopiloten... Naja, kriegen wir schon hin.
So, wir sind jetzt bei DME 8. Ah, ich glaube, wir sind sogar zu... Wir sind zu früh. Okay, wir können wieder verlangsamen. Bei DME 5 müssen wir 1500 sein. Mhm. Ja, ich bin durcheinander gekommen. Also wieder ein bisschen flacher. Ja, okay. Ja, wir sind ein bisschen niedrig. Also, wieder ein bisschen rauf. Das mit der Höhe, das mit dem Autopilot, da bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Deswegen sind wir jetzt etwas zu niedrig. Wir müssten bei 1500 sein. Und zwar in einer Meile oder zwei Meilen von hier. Genau. So. Jetzt sind wir bei 1500. Das passt jetzt wieder. Und jetzt versuche ich wieder normal weiter. Ich sehe aber keinen Flughafen, wenn ich ehrlich bin. Übrigens, die Runway ist schräg, ne? Wo ist die denn? Da ist sie. Okay. Die ist übrigens, die Runway ist schräg, ne? Die geht nach rechts weg. Also, ja, ja, aber jetzt habe ich ihn gesehen. Okay, Klappen voll, Fahrwerk ist raus. Ist aber schwer zu erkennen. Da ist er. Okay. Ja, der Localizer hat auch einen Versatz drin, ne? Also, ich sehe jetzt den Flughafen. Das heißt, ich steuere jetzt so, dass ich den Flughafen auch direkt dann habe. Da vorne ist auch die Barke. Eine Lichtbarke. Jetzt sind wir aber, glaube ich, ein bisschen hoch. Wir müssen ein bisschen weiter runter. Nee, oder doch nicht. Oh, wir müssen über den Hügel drüber. Ja, op, 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 op. Okay. Aha, deswegen auch der Versatz. Jo. Das ist ja... Ja, das ist interessant. Da ist nämlich die Anflugbefeuerung. Auf die wollen wir auch nicht drauf. Aber hallo hier. Oi, 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 oi. So, und runter, und runter. Wir haben nicht viel Platz und hoffentlich rutscht nicht. Komm, komm, runter, 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 runter. Ui, ui, ui. Lecco mio. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
Willkommen in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland. Hallo Majma One, grüß dich. Eins. So. Dann Klappen reinfahren. Jetzt brauchen wir wieder die Checkliste. Flaps securing. Wo ist der Shutoff? Oh, gibt nur die Securing. Okay. Also einfach alles ausschalten und dann die Triebwerke runterfahren wahrscheinlich. Alles klar. Gut, dann wollen wir mal kurz in die Parkposition. Ups. Ja, die Baustelle ist tatsächlich nicht zu sehen. Von der Baustelle sieht man nichts in der Szenerie. Ja. Naja, hätte mich auch überrascht. Ja, das sind die kleinen Inkonsistenzen hier in dem Simulator. Na? Jetzt haben wir verhungert hier. So, ja, das tut's. Alles klar, rein ins Cockpit. So. Also, dann lassen wir den kurz noch auf der Flight Idle. Und schließen uns mal die externe Power an und dann Cut Off. So, und dann schalten wir mal alles aus. Gentile Normal. Off, off, off. So, Avionic Power kann man auch ausschalten. So, ab in die Off-Position. Off. Off, off. Low. Off, off, off. Gut, ich glaube, dann off, off. So. Das war jetzt aber jo, anspruchsvoll. Ja gut, das ist, dürfte meine erste Landung in Nuuk gewesen sein. Auf jeden Fall in diesem Simulator. Jo. Ist nicht einfach. Ah ja, wir haben noch externe Power. Schalten wir die auch aus. Gut.
Puh, das war's. Ja, Matthieu, was genau ist denn dein Problem? Also ich weiß nicht, ob wir dir jetzt da so auf die Schnelle helfen können, aber du kannst ja mal kurz beschreiben, womit wir da helfen sollen. Also ich fliege ab und zu auf Watzim, heute zum Beispiel nicht. Also normalerweise solche Flüge, die mache ich nicht online. Aber ja, ab und zu fliege ich auch auf Watzim. Und einmal im Jahr sogar ziemlich viel während des World Flights. Oh, die PropSync, ja, genau, hast du recht. So. Und hier, guck mal, den da unten haben wir auch vergessen. So, dann gucken wir mal kurz in die Securing-Checkliste rein. Also. Flag Ties, Wheel Chocks secured, Gust Lock secured, haben wir alles nicht. Doors können wir auch nicht aufmachen. External Power is off, FSE Lock in Start. Naja, das machen wir eh nicht. Gut, das war's. Ich finde die Checkliste ehrlich gesagt ziemlich gut. Die macht Sinn, ja, nicht wie die eingebaute Checkliste, die ein bisschen verkorkst ist. Ja, also ich glaube, in Zukunft werde ich mit der fliegen. Und wie gesagt, ne, je öfter man mit dem Flieger fliegt, desto mehr gewöhnt man sich dran. Man findet dann auch die Schalter. Man weiß dann auch schon so ungefähr, was zu machen ist und in welchen Schalterstellungen die Sachen sein sollen. Der Flieger fliegt sich super. Ne? Man hat ihn wirklich gut unter Kontrolle. Das ist, ich hatte vorher mal die Carenado PC-12. Mei, oh mei, das Ding, das, yeah. Das ist wie so ein. Wie so ein außer Rand und Band Bronco. Ja, allein das Steuern auf dem Boden ist echtes Problem. Das hier geht mit dem hier super. Ja, so sehr schön mit den Ruderpedalen hier zu steuern. Ne, die Carenado, die war all over the place. Und auch bei der Landung, mei, ja, total überempfindlich wieder auf der Elevatorachse und so. Man merkt einfach, dass da wurde nicht viel reingesteckt. Ne, währenddessen hier offensichtlich schon. Das ziemlich gut gemacht ist. Also, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ding. Und ja, wir sind jetzt in der Hauptstadt Nuuk übrigens. Mal kurz. Ups. Ja, warum der Reset von dem View nach unten guckt, dürft ihr mich nicht fragen. Das sind eins von diesen vielen Dingen bei Asobo, wo ich mich immer sage: Hä? Was soll das? Ja, hier ist Nuuk. Schauen wir mal, wie sie das umgesetzt haben in der Szenerie. Heute mit richtigem Wetter. Ja, und es ist kalt, ne? Bin ich sicher, ob sie die ganzen Neubauten hier schon irgendwie mit drin haben. Nein, das ist schon wieder langsam. Schnarch. So, Drone Speed. Zack. Jetzt da. Ich glaube, so Richtung Hafen oder so. Naja, obwohl, doch, doch, warte mal. Doch, das ist nicht schlecht hier. Das sieht. Es wurde nämlich eine Menge auch neu gebaut. Also auch solche. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau die sind, aber so ähnlich aussehende Apartmentgebäude und sowas. Also. Jo, dann gehen wir mal kurz zum Hafen vor. Schauen wir uns den mal an. Ja, also es gibt tatsächlich eine ganze Menge solcher länglichen Bauten. Ne? Alles relativ neu, also es gibt relativ viel Neubau hier. Wurde investiert, was ich so gesehen habe. Und ja, trotzdem, also wohnen würde ich da nicht unbedingt wollen. Aber ich habe. Ich würde gerne durchaus mal nach Nuuk, also nach Grönland überhaupt, mal eine Reise machen. Würde mich schon interessieren. Ist natürlich sehr begrenzt, was du da machen kannst, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass du da ein Auto nehmen kannst und dann irgendwie mal so in die Walachei fährst. Kannst du vergessen, ne? Die Straßen, sind nur hier drumrum, was ihr hier so seht.
Ihr seht auch, das ist eine relativ große Siedlung. Im Winter ist natürlich auch ordentlich kalt, wobei auch in Grönland macht sich der globale Erwärmungsprozess bemerkbar, tatsächlich. Ja, also die Temperaturen sind tatsächlich teilweise nicht mehr so tief, wie es früher war. Ja, und das war's dann auch schon. Und wir sind ja in Ilulissat losgeflogen, gestern nach Kangerlussuaq, Kangerlussuaq mit der großen Runway, Nuuk wieder mit einer kleinen, wird aber jetzt, wie gesagt, demnächst wird die Verlängerung, ich glaube 24, also 2024 irgendwann soll die fertig sein. Und dann werden wahrscheinlich auch Direktverbindungen, die meisten der Flüge werden dann wahrscheinlich direkt nach Nuuk gehen, von Kopenhagen oder so, also Dänemark. Jo. Macht auch Sinn, weil im Augenblick, wie gesagt, man muss nach Kangerlussuaq und da muss man genau das machen, was wir heute gemacht haben, sich in eine Dash 8 Q400 setzen. Die King Airs gibt es zwar auch bei Air Greenland, aber ich glaube, die werden nicht für diese Verbindung genutzt, sondern das sind diese Dash 8 Q200er. Ja, Nordlicht anschauen, klar, Polarlichter, ist definitiv möglich. Und ich muss einfach sagen, ja, Asobo, ne, sind immer wieder so Sachen, wo ich meine, aber wenn ich mir das angucke, zum Beispiel die Tatsache, dass das Wasser im Winter Eis ist, das ist einfach, das haben wir bisher in keinem Simulator gehabt. Der Prepared hat aus Winter blaues Wasser. Es gibt kein Eis. Kennt er nicht. Selbst der X-Plane 12 ist halt auch nur halbherzig gemacht. Und hier wird bei entsprechenden Temperaturen, ne, und wenn also der Wetterbericht entsprechend reinkommt, wird aus dem Wasser Eis. Finde ich viel realistischer, als wenn hier jetzt hier lauter blaues Wasser ohne ein einziges Stück Eis wäre. Gut, Eisberge und sowas kann der, glaube ich, auch nicht. Wollen wir mal nicht übertreiben, ne? Aber ich finde das super, so wie das hier ist. Ja, das ist durchaus in der Nähe von Realität. Ist glaubhaft, ne? Würde ich mal sagen. Ja, ich frage mich gerade, genau, die Verlängerung geht hier lang. So ist es. Das haben wir auch vorher, ups, das haben wir auch vorher an der Karte gesehen. Weil wir sind ja von hier reingekommen. Oder? Naja, eigentlich, ja, gibt ja nur zwei Möglichkeiten, ne? Ah, nee, die jetzt bin ich leicht verwirrt. Gucken wir uns nochmal die Karte an. Die Flughafenkarte von Nuuk. Moment. Aha. Wir sind ja... Wir stehen jetzt hier. Wir sind auf der 22 gelandet. Ja, okay, verstehe. Eigentlich, und das macht auch Sinn, weil so erinnere ich mich auch an den alten. Die eigentliche alte Runway, die ist eigentlich hier. Und auf der sind wir jetzt auch gelandet. Die ist jetzt hier gestrichelt, weil da wird wahrscheinlich gearbeitet. Die haben halt die Baustelle hier nicht umgesetzt, ne? Und das heißt, die haben das neue Stück fertig gemacht, so wie das hier aussieht. Und man landet jetzt am Flughafen vorbei, also dann irgendwo hier. Ne? Ab hier beginnt dann das Landen. Und die Runway, das ist die neue, die ist hier wahrscheinlich auch mit entsprechender Aufschüttung oder Stützung, ist hier jetzt, läuft hier weiter. Das heißt, aus den 3051 wird dann, wenn es fertig ist, vermutlich etwa 6000 Fuß. Und 6000 Fuß kann man auch theoretisch mit dem A330 vielleicht landen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob der A330 dann hierher fliegen wird. Keine Ahnung. Aber so wie das aussieht, wird die neue dann wahrscheinlich schon mindestens 6000 bis 7000 Fuß haben. Ne? Jo, und... gut, und dann kommt man halt dann von hier rein. Alles klar.
So haben die das gemacht. Tja, nächstes Jahr, dann brauchen wir wieder ein Update. Genau. So, ja, also. Es ist 10 Uhr. Der Mathieu Ma1 hat sich nicht mehr gemeldet. Mit seinem Watson-Problem. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Ostersamstag. Morgen soll das Wetter ein bisschen besser werden. Schauen wir mal. Vielleicht wäre ja nicht schlecht. Ich habe das Ausmustern vom letzten A330 in Grönland im Flightradar 24 veraltet. Ja, richtig, der alte, ne? Also der nicht Neo. Genau, der ist... ja, das hatte ich leider verpasst. Das habe ich auch erst danach mitgekriegt. Aber ja, richtig, Flightradar 24 konnte man das verfolgen, ja. Und jetzt ist ja eine A330 Neo. Also bestens geeignet, um die Headwind A330 zu benutzen. Die habe ich auch schon mit entsprechender Bemalung. 2 Ehrenrunden hat er gedreht. Super. Ja. Vielleicht so als Überlegung, das Osterwochenende habe ich ja sozusagen Grönland verschrieben. Was wir natürlich machen können, Moment, nochmal kurz zeigen, machen wir erstmal die Karte weg. So, wir sind ja jetzt hier in Nuuk und mein Vorschlag, ja, allerdings, warte mal, wie weit ist das im Vergleich? Naja gut, das waren jetzt 170 Meilen. Ja. Was ist das für einer? Schauen wir mal kurz. Ist noch kürzer als wie die, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Weil nach Sasuak ist dann doch ein bisschen weiter weg. Da befürchte ich, wäre die Flugzeit ziemlich lang, ne? Weil hier unten ist irgendwo, hier ist nach Sasuak. Leider ist die Karte mal ein bisschen schwierig mit dem. Ah, da ist er. Okay, oder? Ist es das? Nö, ist es nicht. Wo ist er denn? Naja, irgendwo hier. Ah, da ist er. Da ist nach Sasuak. Wenn wir natürlich an der Küste lang fliegen, dann würden wir hier so. Ne, und dann müssen wir hier so rein. Wenn wir uns das mal im Verhältnis anschauen. Naja, obwohl. Das sind etwa 170, so wie wir heute geflogen sind. Und ich schätze mal, aber weil wir hier... Ja, wir können natürlich auch versuchen, hier abzukürzen. Keine Ahnung, ob das geht. Und das war halt dann nach Sasuak fliegen. No. Nach Sasuak ist auch anspruchsvoll. Auch so einer von diesen Flughäfen. Kann man schon hier erkennen, ne? 6000 Fuß reicht für uns natürlich auf jeden Fall. DME-ARCs und so weiter. Hier ist der Visual Approach, Flight Track und so. Der nasse Sack, da ist, ist schon wegen anspruchsvoll, würde ich sagen. Schauen wir mal, gibt es da noch SID hat er, hat er einen Star, hat er nicht. Ein Approach hat er, ein RNAV. Also da gibt's, hier gibt es gar nichts mit ILS. Da müssen wir RNAV fliegen. Und ein Circling RNAV, wenn wir Pech haben. Na, nehmen wir mal hier den RNAV 06. Ja, ja, siehste. Der ist interessant. Hier so rein
Und beim Durchstarten, schon lange, lange vorher durchstarten, ne? Das seht ihr hier bei BWM, beim BMW. Also das ist so ein Anflug, so ein bisschen so wie Queenstown oder so, ne? Wo man definitiv um einiges vorher abbricht. Und dann hier die volle Drehung macht und dann zurückfliegt. Und zwar ordentlich lange zurückfliegt, bis man dann wieder bei Elgak und dann in ein Holding geht. Aus dem man dann wieder raus könnte und nochmal probieren. Ja, also. Ja, mal gucken. Ich meine, wenn es uns zu lange dauert, können wir immer noch den Verschnellerungsmodus für kurze Zeit aktivieren, um die Flugzeit etwas zu verkürzen. So dass wir halt in dem 2 Stunden Dings bleiben, in etwa. Ja. Gut, also dann. Schauen wir mal, was wir machen morgen. Ich bin auch gerade dabei, so ein bisschen Kanada. Gab eine sehr schöne Sendung. Ich weiß nicht, ob es in Arte oder ZDF oder wo es genau war. Oder Dreisat oder so. Da sind sie durch Kanada durch und eine der ersten Etappen fing in Neufundland an, in Fogo Island. Und von dort dann über Chesterfield und Iqaluit rauf bis nach Pond Inlet über den Polarkreis. Und da kann man dann theoretisch auch noch ein bisschen weiterfliegen, dann Richtung Alert oder Rankin Inlet und so weiter. Also oben, ganz oben, auch im arktischen Bereich. Ja, sowas überlege ich da, ne? Und dann auch so vielleicht Neufundland, kleine Rundtour von Neufundland machen oder sowas in der Art. Mal sehen. Das wäre so, wenn wir mit Grönland durch sind, wäre so einer der nächsten. Und Island möchte ich auch mal ein bisschen Rundflug machen und mir angucken, wie hier im MSFS Island umgesetzt ist, ne? Flughäfen, ich suche gerade noch ein paar Ísafjörður und sowas, also ein paar von den Flughäfen, wo es auch ein bisschen Challenge wieder ist. Der große Grieche ist doch auf dem nassen Sack gelandet. Ja, das ist richtig, Steffen, da hast du recht. Der ist in nasser Sack gelandet. Ja. Weil, habe ich glaube ich gestern schon mal kurz erklärt, ist tatsächlich der günstigste Flughafen, wenn man von Island kommt. Denn hier auf der Küste gibt es, außer Kulusuk, gibt es glaube ich jetzt nicht viel, wo man mit größeren Maschinen landen kann. Und Kulusuk ist relativ klein. Und die meisten, die halt fliegen hier entweder Keflavik oder Reykjavik ab. Und das ist dann mehr oder weniger, ne, hier ist dann Narsarsuaq, ist sozusagen die kürzeste Verbindung. Muss man hier noch über die Berge drüber und dann macht man den Anflug. Ansonsten könnte man hier schon auch drüber fliegen, aber hier ist halt auch ein sehr langes Stück mit sehr zerklüftetem und ja, also wenn man da runter muss, ist fast wie auf dem Meer, ne? Da hat man keine Chance. Ist halt auch immer eine Frage. Auf dem Meer, theoretisch kann eine Wasserung gelingen, sehr oft gelingt sie aber nicht, ne? Je nach Wellengang und so weiter. Und natürlich im Winter, der Atlantik ist kalt, im Winter sowieso, aber auch im Sommer ist jetzt nicht unbedingt warmes Wasser. Also man braucht entsprechende Anzüge, wenn man notwassern muss. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Wasserung überlebt, ist wahrscheinlich höher, als wenn man irgendwo in den Fjorden, Gletschern oder Bergen, von Grönland und im Gegensatz zum Simulator, der ja bredelflach ist, im Inland, ist das ziemlich zerklüftet. Naja, also schwer zu sagen, was besser wäre. Eine Notwasserung oder irgendwo mitten in Grönland, ja, irgendwo zu zerschellen, weil, tja, ist auf jeden Fall riskant, ne? Wenn man nach Grönland fliegt, hat man schon ein gesteigertes Risiko, definitiv. Dinge können schief gehen. Nichtsdestotrotz muss ich echt sagen, ich würde tatsächlich an einer Überführung
Atlantiküberführung von irgendeinem Flieger, da würde ich tatsächlich mitfliegen wollen. Verrückt, wie ich bin. Ja, eben, der Atlantik ist also brettelflach, das kommt fast nie vor. Ne? Die Wettergebiete und so weiter, der Wind, das ist sehr selten. Klar, man kann eine Notwasserung schon auch überleben und mit ein bisschen Glück und wenn man es richtig mit den Wellen erwischt und so weiter, ist es, ja, aber naja, wenn man dann im Wasser ist, gut, geht der Notsender los, dann ist natürlich die Frage, wie weit ist man weg vom Land, ne? Also wie schnell kann ein Helikopter zum Beispiel finden? Boote kannst du mal vergessen, also bis da irgendwo von irgendwo was ausläuft und zu dir kommt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass die einen rechtzeitig erreichen. Also selbst mit den Anzügen ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine Woche lang oder zwei Wochen lang im Wasser treiben kann. Das ist sehr ungewöhnlich. Und ob man es schafft, wenn man so ein Notboot dabei hat, so ein Schlauchboot, ob man das schafft, das aus dem Flieger rauszukriegen, das ist halt auch mal so eine Frage, ne? Genau, du meinst den Manusakis. Ich glaube nicht, dass er den in Kanada stehen hat. Der steht, glaube ich, in den USA irgendwo, die Antonov, wenn wir von der reden. Zwischen Island und Grönland sind sehr starke Winde und das Wasser hat immer Sommer 5 Grad. Ja, eben. Also da kühlt man ohne Schutz, kühlt man da im 0, nichts aus. Na, also das überlebt man nicht lang. Vom Wellengang mal ganz abgesehen. Tja, ist halt eine raue Gegend da, ne? Na gut, genug überlegt, Katastrophen hier. ich mit meinem virtuellen Flieger. Du hast doch noch einen Flieger in Kanada stehen. Ja, ich überlege gerade, wo habe ich den denn stehen? Genau, ich wünsche euch einen guten Ostersamstag noch den Rest. Und wenn nichts dazwischen kommt, fliegen wir morgen weiter nach Nassau. Bis dann, macht es gut. Ciao.